Sie sind hier, 3. Januar 2019, 14.17 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Johannes Hülsflott Klebo, er ist wieder in Front, Urheberrecht Getty Images. Die deutschen Langläufer schaffen es bei der 5. Etappe der Tour de Ski nicht in die Top 20. Der Sieg geht erneut an einen überragenden Norweger. Die deutschen Langläufer haben bei der 5. Etappe der Tour de Ski in Oberstdorf erneut vordere Platzierungen verpasst. Im Verfolgungsrennen über 10 Kilometer kam Pia Fink-Bremilau, 5:39,2 Minuten, als beste Deutsche auf Rang 21. Bei den Männern sammelte Florian Notz-Römerstein, 3:15,4 Minuten, als 25. Über 15 Kilometer Weltcup-Punkte. Beide verfehlten damit jedoch die Teilnorm für die nordische WM in Seefeld, 19. Februar bis 3. März. Dafür wäre eine Platzierung unter den ersten 8 oder zweimal unter den Top 15 nötig gewesen. Von den deutschen Männern hat einzig Youngster Janosch Brugger, Schluchsee, sein Ticket für den Saisonhöhepunkt bereits gelöst. Bei den Frauen sind Sprint-Spezialistin Sandra Ringwald, Schonach und Katharina Hennig, Oberwiesenthal, qualifiziert. Nur ein Deutscher in den Top 30. Erneut gewann Ingvild Flugstad Östberg, 26:21,2 Minuten, aus Norwegen, die schon am Vortag in Oberstdorf im Massenstart erfolgreich gewesen war. Sie ließ ihre Konkurrentinnen Natalia Nebjajewa, Russland, 30,4 Sekunden und Jessica Diggins, USA, 1:12,6 Minuten, hinter sich. Den Tagessieg in der Herrenkonkurrenz sicherte sich einmal mehr Norwegens überragender Langläufer Johannes Hülsflott Klebo, 35:07,5 Minuten, der den Schlusssprint gegen den Russen Sergej Ustjugov, 0,4 Sekunden, für sich entschied. Dritter wurde Ustjugovs Landsmann Alexander Bolschunow, 1:08,2 Minuten. Die übrigen 5 deutschen Herren landeten außerhalb der Top 30. Diverse Teilnehmer, darunter auch einige Athleten des Deutschen Skiverbandes DSV, waren vor der Verfolgung ausgestiegen. Insgesamt gingen 57 Läufer und nur 39 Läuferinnen an den Start. Nach einem Ruhetag geht es am Wochenende zum letzten Tourstopp ins italienische Val dei Fiemme. Dort steht am Samstag ein Massenstart auf dem Programm, ehe der Klassiker am Sonntag mit der Bergverfolgung auf dem Alpe Cermis endet. Von Sportinformationsdienst.